So. Brauchen wir noch mehr Cobblestones? Glas benötigen wir noch. Ich weiß zwar nicht, wozu man drei Pistolen benötigt, aber egal. Um drei Gegner auf einmal. Ach, das ist Sandstein. Was mache ich denn da? Gibt es eigentlich auch eine Wüste in der Welt? Ja, gibt es. Da muss ich aber hin, weil ich Sand ja herstelle. Der eine Blitz ist gerade ganz nah hier eingeschlagen. Man sollte sich vielleicht Gedanken machen in solchen Momenten. Und ich sollte vielleicht mal ein bisschen Klumpatsch ablegen. Ich trage wieder viel zu viel mit mir rum. Wofür brauche ich hier einen Tri-Tab? Also den Tri-Tab-Bohlen wissen wir ja noch. Ja, da hat eine eigene Kiste. Das ist nicht die Erdkiste. Das ist die Schneekiste. Warum habe ich eine Schneekiste? Dann wird das eben wieder die Erdkiste, meinetwegen. Hallo? Dann können wir da unten auch endlich wieder unser Holz aussammeln. Ach, warum gehe ich immer in den Liquid Transposer? So ein Glas haben wir hier. Und es ist fast schon wieder zu dunkel zum Zocken. Da mache ich mal hier Licht in Stein. Endstein. Ja, wenn Endstein und Licht kombiniert, kommt man nach Lichtenstein. Wusstest du das doch nicht? Ist so eine ganz neue Methode. Die haben die Forscher aus der Schweiz entwickelt. Keine Ahnung. Ich habe die mitgehalten und Granaten getötet. Geht aber auch. Oder warum nicht verboten? Ja. Wäre mir jedenfalls neu, wenn es verboten wäre. Wäre es neu, wenn irgendwas hier verboten ist. Wer sollte es auch verbieten? Wir warten noch, bis der hier vollkommen die Energie aufgebraucht hat. Und die anderen bringen wir schon mal unten an. In unserem neu geschaffenen Platz. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Menge Rohre. Ja, die sind doch dort. Haben wir hier noch Rohre drin? Wir haben noch sechs Wuttenrohre und hier haben wir noch davon eine. Die nehmen wir natürlich zuerst. Bist du bald fertig? Ah ja, der ist fertig. Dann können wir den auch schon mal abbauen. Genauso wie diese hässliche Holzkonstruktion hier, die eigentlich nur dafür war, damit es oben gut aussieht, aber das brauchen wir ja nicht mehr, wenn hier alles unterirdisch angetrieben wird. Ist der Hebel hin. Ich glaube, das hier war, ist, wenn man die in die Luft jagt, ist das der Kampf, wo man am wenigsten schießen muss. Du hast doch schon 25 XP.
Scheinbar. So. Ja, so will ich das nun auch wieder nicht. Ach so, die verbinden sich also nicht. So, unser Supermotor, dass wir nicht überhitzen. Ja, da passe ich schon auf. Außerdem können die das nicht. So, ich zock gerade mal Minecraft. Nee, das wird mir jetzt zu blöd. Weil ich werde gerade einfach. Das werde ich machen, Leute. Das wird mir hier gerade zu doof, immer mit diesem Ausstieg. Ich gehe mal in meine Flachwelt. Dann mache ich aber die Musik an. Da baue ich dann noch eine Leiter bei Gelegenheit dran. Bei all. Ich bin ein ziemlich guter Steinabschlachter, müsst ihr wissen. Ja. Oh ja. So, ich bin meine Abfalle. So, dann haben wir ja das soweit. Jetzt ist nur noch die Frage, wie machen wir den Rest? So, hier ist der Antriebshebel dann ungefähr. Ja. Und auf der anderen Seite kommt auch noch mal einer hin. Ich baue Holz mit einer Fackel, sehr logisch. Geht in der Realität noch nicht mal, oder? Naja, eher nicht. Leider funktioniert das Ding bei mir nicht. So, jetzt brauchen wir normale Rohre. Was sind normale? Und am Ende könnten wir irgendwann noch unsere ganzen Maschinen unterirdisch hinlegen oder so. Die Stone und die Wooden. Die sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Wenn hier erstmal unsere ganze Fabrik unterirdisch liegen würde. Das ist dann aber illegal. Wieso ist das illegal? Also, das glaube ich auch nicht, man darf sowas machen. Eine Fabrik unterirdisch. Ich glaube, aber ich bin nicht leicht hier. Lass uns sprechen. Da schäme ich nicht aus. Aber ich glaube, das war illegal. Ich glaube es nicht. Oh, die Sägemühle, die lassen wir erstmal hier. Pulverisierer hat nur 183, das, da kann man drauf verzichten. 183 was? 183 davon. Ja, jetzt brauchen wir noch Sortierungen. Dafür müssten wir Diamantrohre machen und das wäre so eine Verschwendung.
Aber nun gut, die brauchen wir wohl. Diamantrohre? Ja, Diamantrohre. Ja, die gibt es. Wenig Speicherplatz jetzt schon. Wollt ihr uns verarschen? Anscheinend. Nun gut, dann müssen wir wohl die Aufnahme jetzt schon aufhören. Tschüssi! Ciao! Ja! Hallo! Wer sich wundert, wo wir sind, ja, die alte Welt, die ihr gerade wahrscheinlich noch gesehen habt, weil wir davon noch was hatten von der letzten Aufnahme, die schon... Ja. Auf jeden Fall, die Welt ließ sich nicht mehr öffnen und deswegen müssen wir jetzt eine neue haben. Ich hoffe mal, mit dieser hier funktioniert das einigermaßen. Ja, ich habe sie gerade erst erstellt. Nein! Das ist ja schon super gewesen. Jetzt sind die ganzen Bücher verbrannt, die von denen ich überhaupt nicht weiß, wofür sie eigentlich gut sind. Wahrscheinlich sind sie jetzt fürs ganze Spiel wichtig. Ja! Hüpfen wir mal hier rüber. Wir sind hier im World Type Biomes of Plenty, nur damit ihr Bescheid wisst. Das ist so ein neuer World Type hier irgendwie. Ja, und wir nehmen hier einfach mal so auf, so als Ankündigung dafür, dass hier bald, ja, Let's Mod weitergeht. Hier haben wir Schlamm aus Biomes of Plenty kommt der. Da haben wir Weizengras, was auch immer das kann. Au. Oh, was haben wir denn hier? Magnetiterz. Ja, wir haben hier das, das Technik irgendwie, keine Ahnung, so ein Technik-Modpack haben wir jetzt mal drin. Das ist sehr technisch orientiert, was wir ja auch im Wesentlichen sind. Ja. Oh, ich habe keine Mine hoch hier. Musik aus. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier gerade zocke, das ist die Iron Man 3 App. Fragt nicht. Doch. Fragt. Das ist ein Befehl. Hilfe. Hier haben wir Aschstein, das heißt, wir scheinen in der Nähe eines Vulkans zu sein. Naja, den gab es auch in manchen Mods. Es gibt so einen Mod, damit kann man so. Wir sind in einem Vulkanbiom. Was? Was muss denn? Da ist irgend so ein kleiner Lavastrom, aber wo ist denn der Hauptkrater? Warum gibt es die Vulkanbiome eigentlich noch nicht im richtigen Spiel? Die wollten sie doch auch mal reinbringen. Das sieht nach Hauptkrater schon eher aus. Ja, was ist denn das für ein Stein? Aschstein. Und hier haben wir, also hier haben wir Aschstein, da haben wir Aschblock. Also ein Arschstein, für die, die nicht Englisch sprechen. Stone einfach. Das ist ja echt krass. Vielleicht gibt's auch Millionär. Ich weiß gar nicht. Ich gehe mal hier raus kurz, Leute. Guck mal, welche Mods da gibt. Wir haben Minecraft Coder Pack, Forge Modloader, Minecraft Forge, Applied Energetics Core, Core Chicken Core, Denzip, Evok, Morbius Core, Not Enough Items, Open Mods Core, Power Crystals Core, Tinker's Core Struct, Core, Armor Stance, Core nochmal, Status Effects, Core, Forge Multipart, Buildcraft, Thermal Expansion, Industrial Craft 2, Mine Factory Reloaded, Weiler, Tinker's Contract, Another One Bites the Dust, was auch immer das für ein Mod ist. Der macht irgendwelche neuen Erze. Applied Energetics, Alternate Terrain Generation, Backpack, BD Lip, Bibliocraft, Computercraft, Big Reactors, Biomes of Plenty, Forestry for Minecraft, Mini Core, Chicken Chunks, Compared Solar Arrays, Compact Windmills, Denpipes, Forestry, Denpipes, Emerald, Denpipes, Numina, Machine, Muses, Modeler, Poof, Power Suits, Dragon RP, Emesher Resource,
Engineer's Toolbox, Enhanced Portals, Extra Utilities, Factorization, Gascraft, Gate Copy, Gen Industry, Hopper Ducts, Nuclear Control, Ishun Ultil, Inventory Tricks, Iron Chest, Jabba. Jabba? Jabba? Was macht der? Was weiß ich. Mistcraft, Railcraft, Nye Editions, Nye Plugins, Open Mods, Open Periper Core, Open irgendwas, Open Blocks, Power Converters, Portal Gun, Yay. Modular Power Suits Add-on, Rotary Craft, Reactor Craft, Remote EO, Simple Jetpacks, Steve's Cards, 2 Switches, Tick Tooltips, Tinkers, Mechworks, Vrsbel Core und Add-ons und Logik und Irland und Exakt Mod, Minecraft Multipart Plugin und Forge Microblocks. Ja, das war jetzt so das Ende dieser Folge.